Was steht denn heute uns bevor? Wo sind wir denn hier? Ja, wir sind in der Liga. Das ist schon klar. Hey, warte, Championspiel in der Pokémon-Liga gegen die Top 4 nacheinander an. Wenn du einen einzigen Kampf verlierst, musst du ganz von vorne beginnen. Oh, das wird hart. Das wird echt hart. Wir haben 5 Pokémon. Hab ich noch nie gemacht mit 5 Pokémon in die Liga. Mal schauen, ob wir es schaffen. Ab jetzt triffst du nacheinander auf die Top 4. Wenn du einen Kampf gewinnst, wird der Weg zum nächsten Trainer freigegeben. Viel Glück! Danke. Oh, wollen wir reingehen? Ja, komm, wir sind hier keine Weicheier. So, wir sind jetzt hier, rausgehen ist unmöglich. Eine Stimme. Lauf nicht davon! Und wir können nicht raus, wir müssen gegen die Trainer hintereinander kämpfen. Und hier kann man sogar angeln. Finde ich recht spaßig hier. So, dann so die Lorelei, also heißt unsere Gegnerin. Zeit fürs Kämpfen. Nein, warte, ich fange noch schnell in Carpador. Aber gut, Spaß beiseite. Wir machen jetzt auf Ernst. Das war ja hier nur ein kleines Späßchen für zwischendurch. Okay, jetzt wird's ernst. Nochmal kurz in die Hände spucken. Okay. Gut, dann. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei und gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Die Kraft von Eisattacken ist unglaublich. Du wirst um Gnade winseln, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Haha, bist du bereit? Natürlich. Zeig mir deine Eis-Pokémon. Das erste, was sie hat, ist Jugend. Ah, die hat auch 5, das ist ausgeglichen. Und ich habe meine Pokémon trainiert, wie ihr sicherlich gemerkt habt. Habe ich vergessen durchzugehen. Als Pikachu habe ich auf 60 gebracht und die anderen wollte ich auf 55 bringen. Habe ich aber doch auf 57 trainiert. Weil das für die Liga doch besser ist. Ja, Relax habe ich auf 58 und ich glaube, das Level. Ja, der Level Durchschnitt müsste passen. So, erst einmal ein Donner von Pikachu auf Yugong. Müssten. Was? Kein One-Hit? Wundert mich, aber okay. Ach, Erholung! Wie ärgerlich! Aber macht nichts, dann setzt man Donner eben erneut. Ach, diesmal ging es daneben, schade. Und gut, dann eben nochmal Donner. Und dann ein schneller Donnerblitz, wenn es geht, weil sonst setzt Yugong wieder die gleiche Attacke ein. Ah, okay, diesmal. hat es ihn gekillt. Frag mich, warum es beim ersten Mal nicht gekillt hat, aber gut. So, wie der Classic Austausch gegen Pikachu und ich wette, Donner trifft nicht. Ah, doch. Hat man diesmal Glück, das ist super. Ja, Austausch, Spezialverteidigung ist nicht hoch, deswegen ist es ein Kill. Oh, warte, ich muss mal kurz ICQ aufgehen. Nicht, dass mich da irgendjemand anschreibt. So. Okay, weiter geht's. Also gut, Lamos, das ist schon ein härter Gegner. Lamos hat viele KP. Vielleicht soll ich erst auf Paralyse spielen und ihn mit Body Slam. Wobei, Lamos ist eh schon ziemlich lahm. Er erhöht seine Verteidigung. Bringt ihm aber nichts, weil unser Pikachu mit Spezial angreift. Also mit Spezialattacken. Oh, sogar One-Hit, hätte ich nicht gedacht. Hat irgendwie vermutet, dass Pikachu mehrere Attacken braucht. Aber gut, jetzt kommt Rosana. Rosana ist ein typisches Eis-Pokémon und ein Psycho. Da ist Glurak ideal dafür. Feuer ist gegen Eis sehr effektiv. Ja, ist auch im ersten Leben so. Und ich glaube, das müssen One-Hitten Feuersturm überlebt. Überleben nur weniger als Pokémon. Yep. Und das hat sich bewerkstelligt. So, Lapras. Da kommt Pikachu wieder ran. Lapras ist Eis und Wasser. Deswegen wechsle ich Glurak jetzt aus, weil es mir so riskant ist, wenn Lapras Hydro-Pumpe einsetzen soll. So, jetzt erstmal ein Donner. Extra für dich. Ja, jetzt kommt die Wasserattacke Hydro-Pumpe, ganz wie ich es gesagt habe. Okay, jetzt der Donnerblitz müsste eigentlich jetzt killen. Und das ist auch so. Den ersten Kampf haben wir problemlos geschafft. Wie kannst du es wagen? Du bist besser als ich dachte. Geh ruhig weiter. Das war hier nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die dich noch erwarten. Gut, die erste hätten wir. Es kommt Nummer 2. Bruno, er verwendet Kampf- und Gestein-Pokémon.
Vielleicht wird Turtok. Also Turtok wäre nicht falsch. Oder Bisaflor. Ich nehme mal Bisaflor, weil Kampf gegen Pflanzen nicht so effektiv sind, soweit ich weiß. Ich gehöre zu den Top 4. Mein Name ist Bruno. Durch ausgiebiges Training können Pokémon sehr stark werden. Ich habe meine Pokémon pausenlos trainiert. Gut. Wir werden dich mit unserer Kraft bezwingen. Zum Angriff! Okay, sein Team spielt auf physischen Angriff, also eher auf berührenden Angriff. Ja, ein Onix. Kein Gegner für Bisaflor. Wo ich trainiert habe, habe ich auch gegen einige Onix gekämpft. Also, Bisaflor, dieses Onix ist das Stärkste. Das ist der Anführer der Onix, die du gekillt hast beim Training. Problemlos, sehr schön, Bisaflor. Gut, es müsste Nocturne kommen. Yep, kommt auch. Ich lasse jetzt mal Glurak an, weil Glurak beherrscht Fliegen. Aber ich muss aufpassen auf einen Donnerschlag, den Nocturne möglicherweise vielleicht kann. So, Glurak ist schneller, hat mal Glück, er erhöht seine Verteidigung. Das heißt, es müsste die Fliegen ein bisschen abschwächen. Yep, tut's auch. Und jetzt kommt der Donnerschlag, ganz wie ich es mir dachte. Jetzt müsste ihr... Was? So viel zieht es gar nicht ab. Okay, ich wundere mich. Okay, Flammenwurf. Und das Nacktschaden frisst Staub. Sehr schön. Ein Kekli kennen wir ja. Das haben wir genommen in der... im Gym in der... in Saffronia City. Er greift an mit Doppelkick. Trifft aber nicht. Was? Unsere Attacke trifft auch nicht. Schade. Ja, so viel wird Doppelkick nicht abziehen. So stark ist die Attacke nicht. Da ist Turmkick deutlich stärker. Ja, dein Turmkick ist allerdings, wenn die daneben geht, dann fügt er dem Anwender Schaden zu, also ja, bin... Ja, okay, er erhöht seine Verteidigung wieder, aber Fliegen trifft ihn trotzdem und killt ihn sogar, sehr schön, Glurak, ich bin stolz auf dich. Und hier ist wieder sein stärkstes Onix, also das wirklich stärkste, was... Nein, warte, nicht Glurak, haben wir ja schon, also... Hier kommt wieder dieser Florian zum Einsatz, Level 56 hat dieses Onix. Ach ja, hab ich... Ach ja, die Folge, wo Bruno in Pokémon auftaucht, war die allererste Pokémon-Folge, die ich je gesehen habe. Da hat er, glaube ich, so ein wildes Onix gezähmt und dann in sein Team aufgenommen, soweit ich weiß, kann mich aber nicht erinnern. So, es ist sein stärkstes, sein Burner, Machomai, die Weiterentwicklung von Machoke. Kriegt man nur, wenn man es tauscht. So, Fliegen erst einmal. Karate-Schlag hätte mir was Heftigeres vorgestellt, aber gut. Ja. So heftige Kampfattacken gibt es hier in dieser Generation noch nicht. Ab der zweiten werden die echt heftig, die Attacken. Da kann es Kreuzhieb, Wuchtschlag vielleicht noch und ab der vierten sogar eine Gesteinsattacke wie, wie heißt die Felskante oder sowas. So, Bruno hätten wir auch geplättet. Wie konnte ich nur verlieren? Ich bin erledigt, doch die nächste Herausforderung wartet bereits. Hey, wir sind wieder im Pokémon-Turm. Alles gut, das wird schwierig. Ich glaube, wir setzen... Ja, setzen mal Glura... ja, Turtok, was soll's? In der Hoffnung einzufrieren. Ich bin Agathe, aus dem Team der Top 4. Professor Eich lobt dich in höchsten Tönen, junger Mann. Er war vorher einmal ein gut aussehender, stattlicher Mann. Doch das war vor Jahrzehnten. Heute kümmert er sich nur noch um seinen Pokédex, aber Pokémon wollen ja kämpfen. Gut, ich zeige dir, wie ein richtiger Trainer kämpft. Wow, wow, wow. Alt, aber... Alt, aber, was weiß ich. Uiui, allein im Anblick. Bringt mir schon einen Schauer auf den Rücken. Ein Gengar setzt ein, die Weiterentwicklung von Alpollo, wenn man es tauscht. Da hilft nur ein starker Blizzard von Turtok. Ja, und ihr seht, wie wenig das abzieht. Er verwirrt unser Turtok. Scheiße. Naja, ich setze mein Glück auf die Probe. Und wenn Glück... ja, wir hatten Glück. Aber für den Kill reicht's lange noch nicht. Keine Paralyse, bitte. Okay, danke. Ich glaube, der geht jetzt daneben. Ja, okay. Man kann nicht immer treffen. Zieht aber zum Glück nicht zu viel ab. Ab späteren Generationen wird der Selbstverletzungs
Schaden, glaube ich, vergrößert. So, Blizzard, ich glaube, das müsste ihn jetzt killen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, es ist überlebt ganz knapp. Was ist der Megasaurier? Fuck. Ja, kann man seinem Gengar beibringen. Gengar spielt auf, ja, Spezialangriff. So, das war's jetzt für das Gengar, aber das war nur sein ihr erstes. Also, es kommt noch einiges. Ein Golbat zum Beispiel. Ist zwar kein Geist, aber sieht unheimlich aus. Und auf das spezialisiert sich Agathes Team auf unheimliche, ja, unheimlich aussehende Pokémon. So, hoffentlich ein One-Hit-Kill. Schade, keiner, okay. Naja, macht nichts. So stark ist Golbat auch nicht. Setze ich jetzt mal Eisstrahl ein. Aber wir dürfen nicht zu viele Eisstrahl verwenden. Wir brauchen noch Eisattacken später. Ich glaube, ich wechsle Glurak langsam mal. Jetzt kommt ein Alpollo. Ich glaube, ich lasse Pikachu mal ran. Aus dem Grund, weil wir später noch Eisattacken brauchen. Das werdet ihr dann noch sehen. So, Donner. Sehr schön, trifft sogar. Aber ob es zum Kill reicht, ich glaube schon. Ah, knapp. Knapp, war sogar ein Volltreffer. Oh, oh, Hypnose. Ich rieche einen Traumfresser, deswegen sollte ich meinen Pikachu schnell... Warte, wir haben eine Pokeflöte. Hab ich ganz vergessen. So, das heißt, die Traumfresser funktioniert hier nicht. Nix Traumfresser. Was? Kein Traumfresser? Na gut, Schlecker eben. Frag mich, warum er sie Schlecker verwendet. Unser Pikachu hatte ja schon eine Statusveränderung, aber gut, es ist halt paralysiert. Und ist langsamer. Okay, sie verwendet einen Supertrank. Hat man... Ah, scheiße, ich habe mich vertippt. Fuck. Naja, so viel zieht Schlecker auch nicht ab. Da hatte ich mehr Angst auf eine Nachtnebelattacke. Weil sie zieht dann 55 ab und zweimal Nachtnebel auf Pikachu. Und das war's für Pikachu gewesen. Traumfresser bringt hier gar nichts. Ja, dann ziehst du jetzt noch einen Supertrank ein. Unser Pikachu ist immer noch paralysiert. Oh, oh, oh. Jetzt ist es auch noch verwirrt. Ein Albtraum, würde ich sagen. Für jeden Trainer, der... Ja, okay, jetzt können sie so uns sehr zusetzen mit einem Nachtnebel. Und jetzt müssen wir Pikachu heilen, unbedingt. Ich setze jetzt eine Top-Genesung ein. Das heißt zusätzlich noch den Status den Status-Effekt von Pikachu. Also Paralyse ist jetzt weg. Ah, dafür ist es jetzt wieder im Land der Träume. Aber nicht mal lange. Pokéflöte. Moment, ich attacken kann Hypnose, Traumfresser, Schlecker und noch eine vierte Kant. Ich glaube, es ist Nachtnebel. So, jetzt müssen wir einen Donner verwenden, aus dem Grund, weil... Ach komm, ist immer noch verwirrt. Naja, und verletzt sich auch noch selber. Aber in der nächsten Runde ist das vorbei, zum Glück. Keine Paralyse, bitte. Das würde mich jetzt echt ankotzen. Gut, danke. Ach, scheiße, der Donner ging daneben. Naja, macht nichts. Dann versuchen wir es eben nochmal. Keine Paralyse, bitte. Danke. So, und der Donner trifft sogar, sehr schön. Und es müssen killen, wenn wir Glück haben. Yep, und das tut's auch. So. Und Level Up für Pikachu, Level 61. Und jetzt kommt ein Arbok. Ist weder Geist noch Gift. Ja doch, Gift ist es schon. Dann ist ja gerade Gift-Pokémon ein, okay. Gut, dann nehme ich Relaxo. Stimmt, das waren alles Gift-Pokémon, was er eingesetzt hat. Golbat. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. So, Erdbeben und Arbok frisst den Boden. Ja, hätte man Relaxo früher finden sollen, okay. Und jetzt noch ein Gengar, das können wir auch locker mit Erdbeben ausschalten, Level 60 hat's, ja. Und es kann Toxin. Soweit ich mich erinnern kann. Ach, es ist verwirrt und verletzt sich selber. Naja, okay, kann man nichts machen. Was? Nochmal Konfusstrahl? Naja, gut, wer es mag. So, wenn wir Glück haben, schafft es Relaxo, aber ich bin mir nicht sicher. Ah, es reicht sogar, okay. Anscheinend ist die normale Verteidigung von Gengar nicht besonders hoch. Wirklich, du bist ein ganz besonderes Kind. Danke, danke. Du hast gewonnen. Nun verstehe ich, was der Professor meinte. Ich stimme ihm voll und ganz zu. Setze deinen Weg fort, mein Junge. Puh, okay. Oh, jetzt wird's ernst. Jetzt kommt der Anführer der Top 4. Der stärkste in der Top 4. Na, Pikachu, wie geht's dir? Bist du aufgeregt? Ich würde es nicht sagen, okay. Heilen wir erst einmal unsere Pokémon. Wie angeschlagen sind sie ja nicht besonders, würde ich sagen.
Gut, den Top-Drang verwenden wir an Turtok. Den Turtok brauchen wir jetzt, unbedingt. Aber als allererstes brauchen wir Pikachu, vielleicht sollten wir es sogar auch noch heilen. Ja, ich glaube, das wäre gar nicht so dumm. Heilen wir keine Top-Genesung, sondern Top-Trank, so. Okay. Ich habe bereits von dir gehört, Rot. Ich bin Siegfried, Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen mystische Pokémon sind? Sie sind schwer zu fangen und zu zähmen, doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar. Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in der Pokémon-Liga hier, Rot. Oh, Arena-Leiter-Musik kommt da gleich. Er scheint richtig, richtig stark zu sein. So, mal schauen, was er alles hat. Ein Gyarados Level 58. Naja, gut, eine Elektro-Attacke würde ihn one-hitten. Bei vierfacher Stärke. So, schauen wir mal, ob Donnerblitz reicht. Yep, tut's auch. Sehr schön. Und was haben wir hier? Dragonier. Reimt sie sogar. Okay, jetzt kommen unsere Eisattacken ins Spiel. Ah, sieht gut aus. Das Sprite gefällt mir. So, jetzt hilft hier nur ein Eisstrahl. Blizzard hat keine AP mehr und wir haben auch kein Elixier oder was weiß ich. Hoffentlich reicht der Eisstrahl. Nee, tut's nicht. Er heilt seinen Dragonier mit seinem Hypertrank. Na gut, dann verschwendet er ihn eben. So, Eisstrahl. Hoffentlich ein Volltreffer. Ja, sehr schön. Super. Läuft ja alles wie geschmiert. So, hier kommt Dragonier Nummer 2. Ich muss aufpassen, weil es kann, glaube ich, Donner, ein Dragonier oder Donnerblitz. Dieses Dragonier verwendet allerdings nur Wickel, was mich wundert, weil Wickel in der Pokémon-Liga ist nicht gerade, wie soll ich sagen, ist nicht gerade stark, würde ich sagen. Für Liga-Verhältnisse ist Wickel eine Scheißattacke, sage ich mal auf gut Deutsch. Jetzt reicht's aber mit dem Wickel. Wir wollen es ja nicht übertreiben. So, Eisstrahl. Reicht zum Kill. Wieder ein Volltreffer. Leider nicht. Oh, Hyperstrahl. Hyperstrahl. Das müsste viel abziehen. Im Gegenteil. Okay. Ja, Dragoniers Spezialangriff ist nicht besonders hoch. Also, ich hätte es mir denken können. So, jetzt kommt Aerodactyl. Das Fossil-Pokémon aus dem Albernstein. Ist Gesteinflug, also wäre Eisstrahl viermal so effektiv, glaube ich. Aber obwohl ich gar nicht weiß, ob es gegen Gestein sehr effektiv ist. Ich glaube schon. Na, doch nicht. Es hat die Attacke locker weggesteckt. Oh, Hyperstrahl wieder. Hoffentlich steckt Turtok auch die Attacke weg. Die Werte von Aerodactyl kenne ich nicht. Aber es reicht immer noch, um zu überleben und dass Turtok ihn mit Eisstrahl killt. So, Level 58 für Turtok und jetzt kommt sein Dragoran. Das einzige Darm-Pokémon ist es nicht, aber das stärkste Darm-Pokémon der ersten Generation. Und ich glaube auch das stärkste Pokémon, das nicht legendär ist. Oh, der Donner müsste Turtok killen. Ja, tut's auch. Schade, Turtok. Gut gekämpft, aber es hat für Dragoran nicht mehr gereicht. Okay, dann müssen wir Relaxo ranlassen. Relaxo hat eine hohe Spezialverteidigung und ich bin mir sicher, dass Dragoran nur mit Spezial angreift. Wie hier wieder ein Hyperstrahl. Oh mein Gott. Komm schon, Relaxo, steckst du weg. Deine Spezialverteidigung, ich glaube an dich. Jetzt, Risiko-Tackle, meine ich ja. Gut, schade, Relaxo zwar selber, aber Dragoran muss ich wegen Hyperstrahl wieder aufladen und Risikodeckel killt jetzt dieses Dragoran. Sehr schön. Und auch Siegfried ist nicht mehr einer der stärksten. Unfassbar, du bist wirklich ein Pokémon-Meister. Danke. Es ist kaum zu glauben, meine Drachen sind an dir gescheitert, Rot. Nun bist du der Champion der Pokémon-Liga. Eigentlich wärst du es, aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist Blau, er hat auch die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Oh, das wird ein epischer Kampf. Rot gegen Blau. Es sind nicht nur zwei Farben, sondern auch zwei sehr starke Pokémon-Trainer.
Nun gut, die blaue Edition gegen die rote Edition. Erstmal heilen wir unser Team vollständig auf. Das muss einfach sein. Hey, wir haben Sonderbomben. Habe ich gar nicht gemerkt. Okay, dann setzen wir uns einfach mal ein. Geben wir es einfach mal Turtag, was soll's. Sparen wir uns einen Beleber. Da kann ich sagen, ich habe die Liga ohne einen Beleber. Was? Wo sind die Beleber? Ach so, hier. Habe ich gerade gewundert, wo die Beleber sind, aber gut. So, die Pokémon werden geheilt. Aber die AP sind schwach und das könnte vielleicht ein Problem werden. Das erste, was er einsetzt, ist Tauboss. Das heißt, Pikachu ist gar nicht so falsch an erster Stelle. Okay, dann dann kommt jetzt der letzte Kampf in dieser Edition. Hallo, Blau. Hallo. Auf diesen Moment warte ich schon lange, Rot. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich meinen Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon auserwählt. Aber nicht nur das, ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich der Champion der Pokémon-Liga. Rot, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt. Oh, Final Kampf. Gegen Blau, Rot gegen Blau. Ein Sandama. Und die Level sind, ja, okay, ich dachte, er setzt einen Tauboss ein, aber in dieser Generation kommt statt ein Tauboss ein Sandama, das Erdbeben kann, oh mein Gott. Ach gut, steckt im Turtok locker weg, jetzt setzen wir Surfer ein. Hoffentlich reicht's für den Kill, ich glaube allerdings nicht. Ja doch, reicht sogar, aber nur weil es ein Volltreffer war. So, jetzt kommt ein Simsala. Achtung, Achtung, großes Ausrufezeichen. Das ist der, das ist eines der stärksten, das ich kenne von Blau. Sein Simsala ist echt ein Killer. Psycho-Killer. Vielleicht sollte ich ein Erdbeben oder Risikotackle. Risikotackle ist Step drauf, deswegen greife ich mit Risikotackle an. Er senkt unsere Genauigkeit, aber macht nichts. Wir haben X-Treffer. Oh, sehr schön, Relax, sehr schön. Du hast einen mächtigen Gegner besiegt. Und das mit einem One-Hit, sehr schön. Ein Kokoball, ja, das können wir auch leicht töten. Glurak ist dafür ein perfekter Gegner. Perfekt dafür. Und zwar kommt jetzt eine Feuersturm. Oder sollen wir mal Geofix zuverwenden? Nee, noch nicht. Weil wir können eigentlich. Ich meine, es ist was Fieses. X-Treffer. Ich hoffe, es klappt. So, nochmal X-Treffer. Ich glaube, ein paar von euch wissen schon, was ich vorhabe. Ich glaube allerdings, dass nicht alle es wissen. Es ist eine Taktik, die habe ich mal aus YouTube gesehen. Und ich bin mir sicher, dass sie klappen wird. Weil so stark ist Kokowai nicht. So, nochmal X-Treffer. Ja gut, macht mir nichts. X-Treffer, X-Treffer, X-Treffer. Wir können es ja immer mit Top-Genesung heilen. So, wie viel Genauigkeit haben wir jetzt eigentlich? Ich heiße mal sicherheitshalber mit einem Top-Genesung. So. Ja, Stampfer, das ist nicht besonders eine Kill-Attacke. Ich schau mal einmal nach. Können wir noch einmal X-Treffer verwenden? Ja, können wir sogar. Sehr schön. Ja, können wir es eigentlich verwenden? Jetzt setzen wir so oft X-Treffer-Attacken ein. Items ein. Oh, das müsste ein Volltreffer sein. Ja, ist es auch. Okay. Ich glaube, die Genauigkeiten haben wir jetzt auf 100%. Jetzt heilen wir es noch einmal sicherheitshalber. Und dann kommt das, wofür ich Glurak Geofissur beigebracht habe. K.O.-Attacke tötet jedes Pokémon, das es trifft. Und X-Treffer haben wir unsere Genauigkeit auf 100% erhöht. Also das, im Klartext heißt es, Geofissur trifft immer. Das heißt, wir können jedes Pokémon, was es hat, one-hitten. So, nochmal Geofissur. So war sehr effektiv, aber K.O. ist K.O.-Attacke. Okay. Austausch Wasser gegen Feuer. Könnte amüsant werden, so nochmal Geofissur. So, One-Hit-Kill, alles One-Hit, sehr schön. Und es kommt sein stärkstes
Flamara. Es hat Level 65, aber das ist Glurak, das kann darüber nur lachen. So, und wir hätten Blau ausgeschaltet mit nur einem Pokémon, würde ich sagen. Nein, das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind gescheitert. Mein Siegeszug ist schon vorbei. Nach all den Anstrengungen, Liga-Champion zu werden? Das ist nicht fair. Wieso? Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon doch sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt, du bist der neue Champion der Liga. Aber ich gönne dir das nicht. Rot. Du hast also gewonnen, Rot. Glückwunsch, du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Du hast viel dazugelernt, seit du dich mit Pikachu auf dem Weg gemacht hast. Rot, du bist schon viel erfahrener. Blau, du hast mich sehr enttäuscht. Als ich hörte, dass du die Pro 4 besiegt hast, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Blau, weißt du, warum du verloren hast? Du hast deinem Pokémon nicht genügend Liebe und Vertrauen entgegengebracht. So wirst du niemals Sieger werden. Rot, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht alleine dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinem Pokémon ist vorbildlich. Rot, folge mir. Ja gut, tun wir es einfach mal. Tschüss, tschüss Blau. Bis irgendwann mal. Herzlichen Glückwunsch, Rot. Das hier ist die Pokémon-Ruhmeshalle. Alle Champions der Pokémon-Liga werden für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier alle ihre Pokémon geehrt. Rot, du hast hart gekämpft und die Herausforderung der Pokémon-Liga bestanden. Rot, du bist gemeinsam mit einem Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Gut, dann schauen wir es mal an. Unser erstes Pokémon. Unser Starter, Pika. Ja, Pikachu, wir sind Champion, yo. Typ 1, Elektro, Level 61. So, hier ist unser Gefühlsmaster Glurak. Applaus für Glurak. Und hier ist Totox. Sehr schöne Arbeit gegen Siegfried. Dein Eisstrahl war immer ein Killer. Ja gut, Visaflor hat denn so ganz so viel gemacht, aber gegen Bruno hat's gereicht und gegen seine Onix. Kompliment. Relaxo hat uns in Notsituation gerettet und dafür bin ich Relaxo sehr dankbar. Danke, Relaxo. Gesehen, 137 Pokémon. Besitzt 50 Pokémon. Du hast bereits 50 verschiedene Pokémon gefangen. Hol dir bei meinen Gehilfen den EP-Teil ab. Haben wir bereits. Spielzeit ist ein bisschen abgefischt, weil ich gespielt habe beim Training. Und ja, das war meine gelbe Edition. Jetzt kommt noch die Azoria-Höhle und das Mew-Special. Und dann sehen wir uns in der schwarzen wieder. Das nächste Pokémon-Projekt ist, die schwarze Edition. Ich hoffe, ihr seid dabei und dann verabschiede ich mich. Bis dann. Servus.